Moin Moin und willkommen zurück zu Tunic hier auf meinem Kanal. Im letzten Mal haben wir hier eine Abkürzung freigeschaltet, die uns von dem Gartenritter, herführte, den wir besiegt haben. Und jetzt können wir jetzt hoch. Man kann hier auch längs gehen. Hier gibt es einen Geheimgang. Nee, doch nicht. Oh. Okay, komm her. Schon sehr stark, dass wir alle platt machen können. Was steht da? Waldfestung, okay. Und wo geht's hier hin? Oh, noch vorne, noch mehr von denen. Okay, mehr. So eine Abkürzung. Wo geht die hin? Ach, guck mal, jetzt haben wir zwei Abkürzungen sozusagen. Einmal die und einmal die andere, die auch irgendwie da hingeführt hat. Lass uns nochmal in die Waldfestung gehen. Gucken, ob es da irgendwas bringt für uns. Weiß es nicht. Könnte ich überall noch erforschen, aber. Mhm. Da ist aber so ein Stein, den wir brauchen. Verdammt, Axt. Ah, ich kann hier runtergehen, okay. Ah, guck mal hier. Das war so ein Ablenkungsproblem. Hier kommen wir jetzt in den Tunnel, die sind durch. Ach, guck mal. Hä? Achso, wir können hier hoch. Ah, guck mal, hier ist ein Teil, da können wir auf jeden Fall mal dran beten. So, warte mal, erstmal hier zum Dings hin. Jetzt können wir es doch wie es hier im Handbuch steht. War das nicht im Handbuch so, dass man da irgendwie. Man sollte irgendwie davor stehen oder so? Oder was stand da irgendwo was? Ich habe irgendwas gelesen. Da ist es. Davor stehen und 3 Sekunden halten. Das machen wir jetzt mal. Okay. Okay. Hm. Da ist eine Leiter da unten. Seht ihr das? Wie kommt man denn da hin? Okay, was es jetzt genau gebracht hat, weiß ich nicht. Aber hier ist eine Speicherstelle. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ganz nebenbei, wenn wir schon bei einer Speicherstelle sind, wir haben doch noch immer noch so ein Ding gefunden hier. So eins hier. Das können wir uns doch mal verstärken hier, oder nicht? Klar, auf hier. So. Wir sind noch ein bisschen stärker als vorher, ne? Also nebenbei. Nein, dann speichert er nochmal. Okay, mal nichts. Schade, ja nicht zweimal zu speichern. Von da sind wir gekommen. Da geht's hoch. Hier ist ein Brunnen, da können wir was reinwerfen. Und zwar unsere Münze. Wir haben nämlich schon eine. Da. Zwei da dran. Was immer das bringt, ich weiß es eben immer noch nicht. Da können wir uns einmal einen Überblick verschaffen. Das machen wir mal. Na komm, hoch da. Yes. Okay, da steht so ein Typ mit der Fackel. Kerze. Hier, irgendwas Heiliges ist da. Sieht aus wie so eine Sekte. Gut, dann gehen wir hier weiter. Kommen wir da irgendwo rüber? Hier können wir außen rumlaufen. Ach, guck mal hier. Und? Beten wir nochmal? Passiert was? Yes. Das ist irgendwie, sieht das cool aus, muss ich zugeben. Okay, da geht's irgendwo runter. Und was steht hier? Klar. Geschützt in einem Waldtempel. Gestohlen und in den Himmel gebracht, versiegelt an der Wurzel der Welt. Aha. Na gut. Da geht's rein. Weiß nicht, wie viel Geld wir haben. Okay. Lass uns trotzdem mal hingehen, laufen zu ihm. Hat einen diesmal angeboten. Also ich würde ganz gerne so eine Flash hier noch kaufen, aber das Geld habe ich leider nicht. Also du hast nichts im Angebot und Wert für uns. Glaube ich. Okay, gut, dass der immer gut versteckt ist irgendwo, dass man genau sehen kann, wo der ist. Das ist irgendwie auch blöd. Ein kleines Hinweisschildchen wäre nicht schlecht bei ihm. Okay, hier geht's runter in den Keller. Unter dem Ostgewölbe.
Ah, warte mal, unter dem Ostgewölbe, unter dem Ostgewölbe. Unter dem Ostgewölbe. In der Kanalisation. Unter der Erde. Dunkles Grab, nee. Festung des Südgewölbes. Ich habe irgendwo irgendwas im Ostgewölbe. Oder habe ich Südgewölbe gelesen? Kann natürlich auch sein. Ah, ich habe es, glaube ich, nicht gesehen. Okay. Kann man hier irgendwo durch? Ist das ein Ausgang da? Ja, okay. Hab ich schon gedacht. Jetzt nichts. Das dunkle Gewölbe mag ich ja nicht so ein bisschen, ne? Also eigentlich ein bisschen gar nicht. Hier schon wieder heller, das ist netter. Hier geht's nicht weiter. Hier aber. Was ist das denn da? Okay, ist ein Spinnen. Okay. Ich hasse Spinnen, muss ich nebenbei. Ich muss kurz gucken, ob es hier noch einen anderen Weg gibt. Das war okay, es geht auch hier nichts. Lass uns erstmal den Weg nehmen, um zu gucken. Also, es wäre. Oder war das gar kein Weg? Ach nee, war gar kein Weg. Da sitzt nur jemand. Also, da saß nur die Spinne. Okay. Ja, los, komm, Tunic. Wieder so welche. Wie die Schleimer unten in der in den Katakomben. Lichteffekte sehen ganz nett aus gerade hier so, ne? Da ist noch ein Weg. Okay. Ist das ein Weg? Mal gucken, ob es hier eine Abkürzung war. Oder ob der Weg hier einfach nur irgendwo anders hinführt. Ah, okay, der einmal im Kreis, okay. Ja, bleib ruhig hier bei mir, du kannst was abbekommen von mir, wenn du willst. Ah! Okay, den müssen wir schnell töten, sonst hauen die ganz gut rein, wie man sieht. Hä? Ach, da geht's. Hä? Da geht's raus. Ach, okay. Ah, Mist. Oh. Ein bisschen größer und stärker, die Modi da. Muss schnell hinein, um die da irgendwie. Aber sie ist da durch diesen Wasserfall gegangen. Das heißt ja, da gibt es einen Weg. Eine Glockenkarte. Okay. Nee, geht's nicht weiter. Da kommen wir nicht hoch. Da sind wir rausgekommen, er muss doch hier irgendwo weitergehen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ne, ja, kann hier kein anderer Weg gehen. Ne, das geht nicht. Ach, da geht's raus, glaube ich, ne? Ist mal rausgegangen, ja. Ah, sieht doch. Man sieht, es sieht man ein bisschen schlecht, muss ich zugeben immer. Finde ich. Kann mal was. Falls für den Fall der Fälle. Aha. Das geht nicht. Jetzt hat er mir eine Brücke da gebaut und auch da drüben. Also das ist ja cool. Man braucht da nur gegenschießen und dann kriegt man hier so ein paar
Ein paar Pilze. Okay. Aber warte mal, von da sind wir gekommen. Nee, sind wir nicht. Aber wir können trotzdem mal, wir können in zwei Richtungen gehen. Ach guck mal, hätten wir uns auch da getroffen wieder, das wäre egal gewesen. Zuhuschen, sonst wird das nichts. Geht's hier raus? Ja. Es ist auch echt mal gruselig hier. Und irgendwie könnte ich jetzt auch mal wieder gut eine. Also ganz ehrlich, ich könnte gut mal wieder so eine Speicherstation haben. Hier vielleicht. Rein. Ach, guck mal hier. Okay, ist schon mal was Gutes zu essen für uns. Das kann auf jeden Fall unsere, hier sind drei Eingänge, wie man sieht. Die Lichteffekte sind echt gut gelöst hier. Komm jetzt. Wir müssen, oh. Mal hier reingehen kurz. Hier ist nichts, okay. Ist hier noch was drin? Nee. Das sind so eine Art Gefängniszellen hier oder sowas, ne? Würde ich behaupten. Blümchen. Aber die sind auch Gefängniszellen. Okay, ist nix. Noch nix. Okay, das ist okay. Gehen wir hier geradeaus weiter. Oh. Brennt der aber noch. Wieso brenne ich die ganze Zeit? Okay, das Löschen ist gar nicht so einfach. Anscheinend. Aber hier können wir wieder ein bisschen unseren Gedanken frönen. Und jetzt macht er den. Macht leuchtet das, lässt das weiter leuchten da, okay. Es gibt ja bestimmt wieder mehrere Wege. Ne? Doch, da ist ein Geheimweg. Auch eine Münze, gut. Ich weiß noch nicht, was die Münzen bringen, muss ich zugeben. Ich weiß, man kann die da in diese Brunnen werfen. Aber was bringen die mir gerade noch so? Ich dachte, da hinten könnte man durch. Kann man gar nicht. Sieht so aus, ne? Wie so ein kleines Schlupfloch. Jetzt können wir jetzt hier hoch. Hä? Oh, ich habe nicht gesehen, wo ich gekommen bin. Nochmal hochgehen. Ach komm, ich komme hier hoch, okay. Hier ist ein Altar. Okay, jetzt müssen wir hier rein, glaube ich. Ich hoffe, dass gleich ein Boss kommt. Nee. Ach, jetzt sind wir in der Nähe von denen. Von den Freaks da. Okay. Wer kommt da hoch? Komm ruhig hierher zu mir. Ah. Ah, der blöde Penner. Oh. Okay, wir haben ein bisschen Glück gehabt gerade. Ich habe wieder mein Schwert verbummelt, wie man sieht. Was essen? Nochmal. Und wir nehmen auch noch ein bisschen hiervon. Oh, ein bisschen Power wieder dafür. Und das hier mal. Perfekt. So, jetzt sind wir wieder gewappnet. Lass uns einfach hier oben reingehen, bevor wir unten runtergehen.
Muss man alles einsammeln. Und dann kommen wir Bonus-Sachen. Okay. Gut, also da können wir auch gleich durch. Machen wir auch gleich, aber wir gehen einmal hier längs auch nochmal. Ob hier irgendwas ist. Hier ist noch so ein. Okay, da können wir wieder was upgraden mit. Und das ist ein. Irgend so ein Bombending, ne? Also ich meine, das konnte man schmeißen. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber ich kann. Oh, guck mal, hier steht was. Okay. Lies mal. Kathedrale, Zauberkugel. Boss der Plünderer, Gewehr. Aus Geschützern gebaut, kann aber nur einmal schießen. Damit ausgerüstete Plünderer versuchen, Abstand zu halten. Großschwert des Bergmanns. Die Kettenplünderer nutzen dies, um seltsame Architekten. Okay. Und dich. Nimm dich in Bergleuten acht, die diese benutzen. Sie versuchen zwar ihre Verbündeten nicht zu verletzen, aber Unfälle passieren. Ja, okay, da muss man so ein bisschen. Kann man die so ein bisschen in die Falle locken. Gut. Die Frage, ob ich von hier oben nicht schon ein paar abschießen kann. Bevor die alle hier sowas versuchen, bevor die hier alle hochgerannt kommen, versuchen wir doch mal von hier gleich so ein, zwei abzuballern. Der ist schon mal weg. Der kommt da hoch. Platt ist er. Man kann auch hier direkt runtergehen, guck mal. Okay, nicht, geht nicht, okay. Okay. Oh. Nein. Oh. Ja, das war schade. Harter Typ. Anscheinend. Ich wusste auch, ich weiß gar nicht mehr, wo das ganz genau ist, aber wir werden es schon finden. Wir müssen den ganzen Weg hier runter. Aber pass mal auf. Wir schmeißen mal ganz kurz hier eine Münze rein. Wir haben jetzt eine gefunden. Ich weiß immer noch nicht, was bedeutet. Das haben wir jetzt bekommen. Okay. Wir können aber hier noch einmal ganz kurz. Bevor wir. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte eigentlich was machen. Egal. Gucken wir, 1000. Aber wir können hier einmal die Lebenspunkte erhöhen. Das machen wir. Ich glaube, dass es Lebenspunkte waren. Definitiv waren das Lebenspunkte. Und Opfern tun wir das auch. Ich glaube, das war Magie, ne? Ist das Magie? Oder ist es Ausdauer? Ausdauerpunkte, glaube ich, ne? Yep, Ausdauer. Und das, was neu ist, das müsste Magie sein, denn. Magiepunkte, okay. Haben wir auch ein bisschen mehr jetzt. Perfekt, dann können wir einmal speichern. Und dann gehen wir jetzt runter und holen unsere Sachen wieder. Das war hier links, ne? Genau. Ja, müssen wir nochmal hier runter. Dann lassen wir runter. Ah, nein. So. Heftiger Typ. Machen wir unser Gebet hier. Dann geht's hier weiter. Das müsste ja der Weg sein zumindest. Also da durch, okay, hier unten durch, denke ich vielleicht. Ah, guck mal.
Wir können speichern. Och, danke. So, ich glaube, haben wir noch irgendwas gefunden gerade eben? Nee, ne? Hatten wir alles schon verbraucht. Oder? Ja, hatten wir alles verbraucht. Okay. Aber dafür sind wir wieder voll ausgerüstet. Perfekt. So, wir können hier hoch oder wir können da durch? Wir gehen einmal hoch, um zu gucken, ob das noch einen anderen Weg gibt hier. Guck mal, es gibt immer so viele Wege hier. Das ist doch nicht normal. Ach, guck mal da. Okay, den können wir nicht mehr abballern von hier. Das macht doch nichts. Zumindest haben wir den schon relativ viel Leben weggenommen, was ja sehr, sehr gut ist für uns. Jetzt können wir da reingehen zu ihm. Guck mal, steht da was, wenn ich jetzt hier schon was mache. Kann ich das schon machen hier bei ihm? Das ist auf jeden Fall wieder ein goldenes Turm, wie man sieht. Da müssen wir bestimmt wieder hin. Ja, wir müssen das Ding wahrscheinlich weiter. Nein! Ich bin verbrannt. So. Das Verbrennen ist echt blöd. Okay, aber die Dinger sind gut. Die sammeln wir ein. Gut, hier steht auch wieder, dass man irgendwas machen muss. Ich glaube, hier unten geht es irgendwie weiter. Wir gehen kurz hier rein. Hochgehen. Ich komme raus, dann kann ich meine Münzen einsammeln da oben. Nee. Ach, da kommt man direkt hier hin. Okay. Gut, also es ist von beiden Seiten das gleiche. Ich glaube, es ist das gleiche, wie nennt sich das? Der gleiche Palast oder was man dazu sagen soll. Auf beiden Seiten. Oh oh. Ich bin draußen. Okay, lass mal gucken, wo es hier hingeht für uns. Das ist ein bisschen dumm von ihm, aber naja. Oh, er hat mich weggezaubert, der Affe. Oh. Oh, kurz mal raus, geht gleich wieder rein. Hehe. Ist er weg. Aber wir machen mal das Ding runter. Da gibt es auf jeden Fall schon eine Leiter. Ich will einmal kurz gucken, wo die hinführt. Das ist eine Abkürzung für uns. Keine Ahnung, ob es eine Abkürzung ist oder nicht, aber auf jeden Fall gibt es zu einer Kiste. Und das ist schon gut. Und sonst gibt es ja nichts, ne? Warte, ne. Hier gibt es noch einen Ausgang. Wo geht der hin? Also es sind schon viele, viele verstrickte Wege hier. Okay, achso, das ist unten im Palast, unten vom Tempel. Gut, wir gehen jetzt mal hoch und machen diesen einen Affen da nochmal platt, schnell. Das heißt schnell, wir versuchen ihn platt zu machen. Das Feuer, wir müssen irgendwas finden, was Feuer vielleicht. Okay, kann man gar nichts machen. Ich dachte, könnte ich irgendwas machen. Aber irgendwas, was vielleicht feuerresistent oder immun oder irgendwas ist. Ich bin schon weg, okay. Wir gehen mal kurz hier rein. Da haben wir jetzt, glaube ich, nur eine kleine Abkürzung, die da freigeschaltet hat. Anscheinend. Weil, wenn wir hier rausgehen. Kommen wir ja genau dahin jetzt wieder, ne? Muss noch einen anderen. Also, wir kommen nur hier raus, aber hier ist nichts. Ist nur hier dieser Weg, aber wir können hier auch rein vielleicht. Ja, okay. Stimmt, da sind wir ja gerade eben reingerannt, als er hinter uns her war. Ich trinke trotzdem noch was.
Ja, schon wieder er. Das hätte man auch machen können, ne? Guck mal hier, hier geht es weiter für unseren Weg. Ich vergesse immer die Magiekugel einzusammeln. Da jetzt war. Der braucht das ja nicht schlecht eigentlich. Hier ist noch eine kleine Abkürzung für mich vielleicht. Ich glaube, wir sind draußen aus dem Tempel und sind genau da, wo wir hin sollen. Okay. Warte mal. Schnell. Wir speichern einmal hier, weil dann haben wir alles wieder neu und sind ja direkt bei denen auch. Und können die vielleicht auch ein bisschen platt machen direkt von hier aus, weil wir haben jetzt ja alles, was wir brauchen, ne? Haben wir noch eine Münze oder nicht? Okay, dann lass uns mal nochmal hingehen und versuchen, die irgendwie platt zu machen. Also. Ja, komm ruhig runter zu mir. Jetzt komme ich zu dir. Jetzt zu dir. Da hätte ich auch das Ding abschießen können. Na gut. Können wir immer noch. Gut. Das heißt, das Ding können wir wieder runterfahren, ne? Das machen wir jetzt mal. Mit den ganzen Kerzen oben drauf. Oh, ganz ehrlich, wie kann man da so dumm sein und dann ins Feuer reinfallen, oder? Da ist noch so ein Typ da oben. Kommt der runter zu mir? Scheint nicht. Wir müssen ihn, glaube ich, trotzdem platt machen. Wir müssen auch ganz kurz gucken, ob da oben noch irgendwas ist. Ja. Das, okay, das sind nur diese Leute, okay. Du bist aber auch getroffen. Hier sind wir gekommen, ne? Warte, nur einsammeln. Ah, perfekt. Sind wir von hier gekommen oder sind wir von da? Ne, wir sind. Genau, von hier sind wir gekommen. Aus dem Dings raus. Und dann gehen wir nochmal hier längs. Ich weiß, da unten kann man auch längs gehen, aber ich kann kurz was gucken. Okay, runter kommen wir hier eh nicht. Gucken wir doch mal, wo uns die Wege dort unten hinführen. Ich glaube, diese Folge wird mal ein bisschen länger heute. Ich glaube, wenn man gerade so in diesem Flow ist, dann sollte man das auch so lassen. So. Also wir kennen den Weg da, können wir gehen. Das können wir auch mal ganz kurz machen. Da kommen wir wahrscheinlich genau dahin, wo wir gerade waren. Nur eben unten rum. Hat sich selber in die Luft gejagt, der Affe. Okay. Oh, das sind noch eine magische Sachen. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Man kann hier längs gehen, ja, aber kommt man da irgendwo was zu was von anderen hin? Okay, ja. Das Brennen kann man so ein bisschen abstellen, wenn man so rumspringt irgendwie.
Was ist das? Hier ruht der Held. Kann man hier auch wieder was machen mit diesem Ding? Tatsächlich. Huch. Okay, wo landen wir? Wo sind wir denn hier? Das Heldengrab. Da sind überall diese Sachen, die wir brauchen, um uns zu steigern, aber wir kommen da nicht ran. Okay, aber ich kann hier auch nirgends woanders hin, ne? Nee. Na gut. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir noch nicht machen können. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie anders hinbekommen oder irgendwas anderes machen können. Okay. Da gibt es ein paar Münzen. Okay, aber mehr ist hier auch nicht, ne? Nee. Aber hier wissen wir schon mal, dass das Heldengrab da ist. Kann man ja bestimmt mal irgendwann besuchen und da irgendwas bekommen. Was Besonderes. Glaube ich. Weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen. Na, da geht's raus. Okay. So, ist auf der anderen Seite auch noch ein Weg. Bevor wir diesen großen Weg gehen. Nee, dann gehen wir hier oben rein. Gespeichert haben wir ja. Das ausgewählte Hauptebene. Achso, wir können jetzt da oben hoch, ne? Müssen die aber erstmal. Okay, es geht nicht. Ob wir ihn da nicht wegbekommen? Wie kriegen wir ihn da oben weg? Achso, wir müssen das Ding ja machen hier, ne? Sieht er uns die ganze Zeit? Wie ich auch hier hinstelle? Ich glaube nicht. Pass auf, machen wir jetzt mal sonst. Jetzt geht's auf. Malte hat er nervt. Dann können wir da reingehen. Haha, Affe. Mann, Mann, Mann. Im Inneren des Ostgewölbes. Okay. Da kann ich mal speichern. Für uns immer gut. Ja, jo, ja. Was ist das? Kann ich was reinstecken? Ich habe nichts, was man reinstecken kann. Okay, das sieht aus wie ein Bosskampf hier. Wenn es so weit weg zoomt, oder? Lass uns einmal hier rumgehen erstmal. Die Gegend abchecken. Der in der Mitte ist, das ist der Koloss hier in der Mitte, der gleich lostanzt. Oder auch nicht. Doch, ich glaube schon. Wir gehen mal in die Mitte, pass mal auf. Ob da was passiert. Oh, da ist er. Wie ist das denn? Okay. Ich verstanden. Du bist der Boss. Nicht ich. Da hat eine Lampe da unten. Habt ihr gesehen? Die müssen wir, glaube ich, treffen. Oh.
Oh, das sind aber harte. Oh. 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 Wow, der ist cool. So. Gucken wir mal, ob wir den irgendwie anders angehen können. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Leben hier oben. Da hinten. Oh, das ist ja ganz hinten drin. Kann man halt unsere Sachen holen? Alter, diese Kugeln sind aber nervig. Aber man kann direkt auf den zielen. Und bevor er irgendwas macht. Okay, jetzt hat er mich getroffen, natürlich. Aber ich glaube, wenn man immer dicht auf ihn dran ist. Nein! Lauf, kleiner Fuchs. Nein. Okay. Gut, also der ist ein bisschen härter als der andere, aber ich glaube, wir müssen wirklich mehr in die Mitte reingehen bei ihm. Dann könnte man es schaffen. Da liegt unser Geist. Huch. Dann lassen wir versuchen. Rankomm wieder. Ich dachte, ich habe ihn jetzt gehabt, aber jetzt hat er mich gehabt auf jeden Fall. Ich bin auch immer direkt am...
Okay. War gar nicht so schwierig. Bewusst wie, ne? Aber trotzdem. Ein nerviger Bastard. Hui, der fliegt in die Luft. Coole Explosion, nur mal so nebenbei. Ah, guck mal hier. Warte. Aufsammeln. Das Ding können wir garantiert da vorne reinsetzen, gerade eben, wo wir unten waren. Ich laufe noch einmal kurz im Kreis, nur zu nehmen, wenn nichts entgeht. Aber ich glaube nicht. Ich gesehen, dass der mir noch auf mich geschossen hat da gerade. Das kleine Viech. Ja. Komm, wir gehen hier unten runter, weil ich glaube, das können wir direkt hier in die Mitte reinsetzen. Ja. Cool. Was ist das? Ja. Ach, das ist einer von diesen Steinen, die wir reinsetzen müssen in... Ne? Genau. Gut, aber das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.